Dojo. Dojo, Albtraum. Kugel. Könnte vielleicht schlimmer enden als bei Dingsbums. Weil dieses Gebiet absolut nicht sudden death sicher ist. Vielleicht ausnahmsweise beim Armageddon, aber nicht vor Erdbeben und Überschwemmung. Wenn es mal Festungen auseinandernehmen würde, dann würde es richtiges Wunder sein. Da bräuchte ich aber so um die 3 Labore und ein Armageddon, damit das wirklich eintrifft. Sonst trifft der Armageddon immer nur diese Balken, die da über der Festung liegen. Wo hat man mich katapultiert? Ach, dieselbe Stelle. Wie immer. Allerdings meckere ich nicht. Das ist immer dieselbe Stelle. Man muss allerdings nicht so sonderlich rumfluchen, weil es immer fast immer dasselbe ist. Was ich wiederum bemerkt habe, ist, dass ich meine Zitadelle eigentlich auf einer sicheren Stelle bauen könnte. Ich erinnere mich, dass ich da das Krankenhaus oben bauen konnte. In diesem Gebiet. Aber 100% Absicherung ist nicht garantiert. Uah. Übermut tut selten gut. Selbst für mich. Fliegt er gut über den Buddha, aber er verfehlt das Ziel und fliegt zur Festung. Hauptsache etwas getroffen. Hm, da steckt Dynamit was. Ich muss überlegen, wie ich am besten bauen könnte, dass ich hier die Zitadelle sicher absichern kann. Dazu müsste ich eine Burg bauen. Dann eine weitere Burg, die mit Hilfe der Burg kombiniert wird, und dann die Zitadelle, die von den zwei Burgen festgehalten wird. Also durch die eine Burg und dann die Burg, die die Burg festhält. Um es abzukürzen, hier Burg, da Zitadelle. Und vor allem überschwemmungssicher. Außer man wird durch ein Erdbeben runter befördert. Ah, wir kennen das ja alle. Da hoffe ich eigentlich ziemlich sehr, dass sie mich gut attackieren könnten. Allerdings wird es natürlich ziemlich schwer sein, so eine Verbindung einzurichten. Ich müsste mir da so von den einigen Vollidioten helfen lassen. Aber das hat natürlich ein sehr hohes Risiko. Wenn ein Turm bei mir abgeschwächt ist, werden natürlich sich alle wie die Geier drauf stürzen. Hey, du kannst wieder auftreten, einen Turm bauen. Und wem die Tour vermasseln? Ich glaube, ich entscheide mich für die Roten.
drin ist ja sowieso nicht sonderlich stark. Das heißt, ich bräuchte auch mir absolut keine Sorgen machen, wie ich rumschießen werde. Absolut jeder Turm hat hier zwei Ballista-Schüsse abgekriegt, mit Ausnahme von meinen. Irgendwann wird natürlich die Zeit kommen, wo sie meinen Turm natürlich abschießen, indem ich auf deren Hilfe auch angewiesen bin. Die Taktik könnte aber leider nicht aufgehen, wenn ich da, wo die Roten sind und da, wo die Blauen sind, wenn ich dort weit bauen muss. Da muss ich schon irgendwo die Zitadelle da errichten. Ganz willkürlich und leider überschwemmungsgefährdend, sage ich es mal so. Das hier ist jetzt eine richtige Dreiecksbeziehung, die sie jetzt gerade führen. Grün beschießt Blau, Rot beschießt Grün und die Blauen beschießen natürlich richtig die Roten. Idiots. Können uns denken, was jetzt passiert. Richtig, sie zielen zu tief. Sie zielen alle zu tief und sie haben den Schuss richtig vermasselt. Und ich kontrolliere noch was. Die Welle auch wirklich da bauen kann. Ja, Tatsache. Der Plan müsste vielleicht aufgehen, wenn da nicht irgendwie die Gegner was dagegen haben oder es durchschauen. Für beide Kisten habe ich momentan keine Zeit. Also hier ist schon eher gefährlich. Ich versuche es einmal. Alle 208. Ein riesen Brandfleck. Man könnte es schon fast mit einer Sonne vergleichen. Schön rund. Wenn vielleicht auch ein bisschen ovalform. Nee, das ist wirklich kreisform. Die Grünen schießen also richtig stark zurück. Vor allem schießen sie auf Muffy, weil der so nah an dem Turm ist. Vielleicht hätten sie es sich auch verkneifen können, weil durch die Explosion auch der Turm Muffy vielleicht ins Wasser befördern würde. Aber nur vielleicht. Schätze mehr, dass sie auf die Blauen zielen werden und die Blauen dann auf die Grünen. Ist nur so ein Gedanke. Oder die Roten werfen die Grünen zurück. Yep. Sie werden auf die Blauen zielen. Und die Blauen werden dann auf die Grünen zielen. Das heißt, jetzt ist es ein umgekehrtes Dreieck.
im Gegensatz zu den letzten Zügen. Richtig lustig, so was zu sehen. Hat er ernsthaft vor, da den Bergfried zu bauen? Naja, tut euch keinen Zwang an. Viel wird es aber auch nicht mehr bringen. Schotter auf, da Grüner. Oh, guck mal, das Bass. It's a miracle. So, Vorsicht, nicht irgendwie unbedacht springen und dann ungewollt ins Wasser stürzen. Passiert mir auch ab und zu, zum Glück noch nicht während der Aufnahme. Hier mache ich mir absolut keine Sorgen. No, abzulenken. Das ist vielleicht so eine Arschloch-Strategie, aber das ist mir so was von egal. Ich hoffe nur, dass sie mich irgendwann beschießen werden. Und diese Türme hier zerstören, weil ich brauche die Türme jetzt nicht mehr so sonderlich, wenn ich die vier Orte des Sieges habe. Vielleicht wenn der Sudden Death da ist und mir so alles vermasselt. Ich brauche immer noch meine Burg-Burg-Zita-Kombo. Denn dann bin ich außerhalb der Gefahr. Der Fallschaden hat sich gereicht. Da würde ich mir schon sicher gehen, dass die Roten jetzt die Grünen abballern. Schon wieder so ein umgekehrtes Dreieck, oder? Ja, sie lassen erstmal richtig den Papst fliegen. Das können die doch nicht vermasseln, oder? No, das haben sie gut hinbekommen. Jetzt macht's Bumm! Mhm, okay, sie haben einen Bergfried eingesammelt. Könnte vielleicht nicht so ganz so gut für mich sein. Aber das ist denen ja schnurzpiep egal. Erstmal alles abballern, was lächerlich schwach ist. Als nächstes bin wahrscheinlich ich dran. Da fliegt der Blob. Zuerst kommt mal zuerst. Bin da ein bisschen abgerutscht. Warte. Okay, die erste Hilfekiste auf die Pfeife momentan. Ich krall mir die Waffenkiste, bevor es die Gegner tun. Wir kennen ja unsere diebischen Gesellen.
Oh, gar nicht mal so schlecht. Abgeschwächt, ganz gut. Jetzt Turm sichtbar machen. Kein Mist bauen, ne? Ansonsten knallt's. Oh, die haben sogar den Kistenduker geholt. Ja, ideal. Das in der roten Kreuzkiste Lebensenergie ist, das wissen wir noch alle. Das könnte jedes Kindergartenkind rausfinden. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass hier einen Turm bauen, den Bergfried anvisieren, ihn zerstören und dann höchstwahrscheinlich eins meiner Türme natürlich anvisiert wird. Weil Ballista und so, okay, Splitterwerfer, puh, da bin ich ja beruhigt. Eins, zwei, Explosion. Oh, ich dachte schon, das würde nicht reichen, aber doch. Hat sie kaputt gekriegt. Hm. Ah, jetzt greifen sie doch zu mir. Seltsam. Warum gehen sie auf den Bergfried? Razor, ja, oder wie man seinen Namen ausspricht. Am Zuge. Ups, falsche Tasten. Der Wind weht nicht so günstig, aber ich weiß, mit dem umzugehen. Also er kennt sich aus. Leider werde ich mich auch gut so gut auskennen, dass sie jetzt irgendwie meinen Turm abschwächen wollen. Was ich eigentlich nichts dagegen hätte. Da könnte ich so nach zwei Zügen meine Burg bauen und meine Strategie könnte super aufgehen. Aber dazu müsste ich unverschämtes Glück haben, dass das auch so funktioniert. Jeden Fall verhindern, dass irgendeiner zu einem Bergfried kommt. Gesündere Variante. Vielleicht reicht es auch. Ah ne, das kann nicht reichen. Ich kann dann meine Zitadelle nicht errichten, weil das der vierte Ort des Sieges ist und den brauche ich. Vielleicht kann ich mal eher meine Zitadelle. Oh, so dicht daneben ist auch vorbei. Ich könnte da, wo die rote Kiste auch liegt, Zitadelle eventuell errichten, aber... eigentlich gar keine so schlechte Idee, aber die Rückzugszeit wird ein bisschen riskant. Sobald ich mal abgeschossen habe, muss ich so schnell wie möglich Leine ziehen. So, jetzt ist der Turm weg.
Ich habe eh nicht vor, eine Zitadelle zu bauen. Zumindest nicht in diesem Moment. Ich hoffe, das kann ablenken. Das war weak. Das war schwach. Allerdings freut er sich trotzdem. Ich allerdings bin nicht so erfreut, weil sie einen Bergfried haben. Wer weiß, was sie damit für ein Bullshit anstellen. Ja, zum Glück wenigstens die Waffenspiele. Puh! Es hat sich also doch gelohnt, eine Ablenkung zu bauen. Jetzt können sie allerdings meine Waffenspiele nicht treffen. Weil dieses kleine bisschen vielleicht die Verbindung abhält. Von dem Treffer. Es stört mich nicht, wenn meine Ablenkung schon wieder weg ist. Kein großes Drama. Die werden wahrscheinlich auch eine Balliste abfeuern. Und genau so dasselbe machen, wie es die Grünen getan haben. Splitterwerfer. Ganz easy, geschmeidig. Kein Problem, neben mir ist eine Kiste. Ich muss verhindern, auf jeden Fall verhindern, dass die irgendwie Mist anstellen. Also die Grünen, die haben Bergfried. Bergfried ist mir ein bisschen zu gefährlich. Definitiv weg. Definitiv weg. Blups. Ulf ist abgerutscht. Aus seiner eigenen Blödheit. Song kann sich gleich mal die Kiste holen, bevor sie irgendwie explodiert. Jemand mag mich. Jemand mag Sound. Wenn es nicht die Fankiddies sind. Eine Grenade. Alter, es regnet viele von diesen ollen Kisten. Komm, die hole ich mir. Und dann zurück zum originalen Plan. Viel Zeit bleibt mir nicht. Schnell, schnell, schnell. Schnell, schnell, schnell. 15, 15, 13, 12. Ah, die Minenwelle. Schnell einfach. Dafür sorgen, dass der Bergfried eine Zeit nicht benutzt wird. Naja, eine Mine ist da oben gelandet. Nicht schlimm. Die eine Mine ist mitten im Zentrum. Mini-Kanone, okay. Da ist eine Mini-Kanone, da ist ein Papst. Freut euch über neue Hamster.
viel Lebensenergie. Da kann man ja ein gesamtes Team heilen. Scheint was gegen diesen Bergfried zu haben. Ich hoffe, der Bergfried übersteht noch einige Runden, weil der Ort des Sieges wird gleich freigegeben, sobald die Blauen ihren Zug gemacht haben. Und da, wo El Shiro steht, entsteht eine neue Burg. Und da, wo eine neue Burg entsteht, wird auch richtig viel rumgeschossen. Ja, pff, das nutzen diese Schweine natürlich völlig aus. Und eventuell versauen sie mir alles. Jetzt verschwören sich alle gegen mich. Jetzt kann ich einfach nur beten. Ich bete einfach nur, dass sie meinen blöden Bergfried nicht kaputt machen. Bergfried. Ja doch, das ist ein Bergfried. Aber sie entschließen sich auch, auf mich zu schießen. Ich hoffe, das macht weniger als 70. Oder der Buddha, dass das abfängt. Nein. Es steht noch! Geiliger! Ohohoho. Ja. Oh Gott, da bin ich aber erleichtert. Alter Philipp. Eine Burg. Ich konnte sie errichten. Ein Krankenhaus. Ich komme mir vor wie im Irrenhaus eher. Ich lass mich einliefern vielleicht. Vorsicht, Vorsicht. Yes, bin ich einigermaßen sicher. Hurra, sie haben aufgehört. Jetzt schießen sie auf die Blauen los. Phew! Könnt ihr auch mal wie letztes Mal die Überschwemmung machen. Aber ich will eine richtige Partie. Eine richtig würdige Partie. Und das scheint doch richtig geil anzukommen. Selbst wenn ich schwere Zeiten durchmachen muss. Das ist das, was es natürlich alles so spannend macht. Oh, das eine Stück steht noch. Reno Power. Nett gemacht. Allerdings habe ich meine wohlverdiente Zitadelle. Augenblick. Ach, der olle Kistenregen wieder. So eine Art Wettervorhersage mag ich. Ja, da komme ich definitiv nicht mehr hoch.
Allerdings wahrscheinlich jetzt lieber nicht so viel Zeit. Ich muss noch überlegen, wen ich so alles abknallen könnte, bevor wir zum alltäglichen Armageddon übergreifen. Ach, die Roten, die werden definitiv was abkriegen hier. Alter, geil. You fucking deserve it, ey. Und einer ist da oben gelandet. Naja, das war ja mal. Das war was. Haben die Kerl wieder vorgewarnt. Also, jetzt würde es mir absolut nichts ausmachen. Ziehen direkt auf den bösen Atem. Der ist nicht auf mich gerichtet. Allerdings fällt der Plan ins Wasser. Die Blauen ihren Zug gemacht haben, mache ich das Übliche. Sie reparieren den Turm, wird nicht mehr viel bringen, weil mein Armageddon Day mal dran ist. Er wittert den Sieg. Vielleicht ist da auch was dran an dem Spruch, weil ich kann jetzt zum Armageddon greifen. Doch bevor ich zum Armageddon greife, schnappe ich mir diese erste Hilfekiste. Weiß. Gut. Jeder hat einmal sich heilen können. Nicht wahr, Leute? Der hat, scheint irgendwie... Keine Ahnung, hat er eine Ameise gesehen oder sowas? Deswegen so weit runter? Oder sucht er nach dem Niveau von anderen? Also das brauchen wir nicht wirklich. Definitiv böse. Definitiv noch böser. Oh, die Grünen sind also sofort ausgeschaltet worden. Die Grünen sind weg. Das war nur ein Einschlag. Vielleicht lag es aber auch an der Bombe. Ein Dynamitfass, genau. Das war gemein. Nicht mehr lange. Der denkt gar nicht dran, die Festung zu reparieren. Faules Stück, du. Ah, mein Vater arbeitet jetzt gerade. Okay, dass da die Kiste gelandet ist, gefällt mir allerdings nicht so. Genauso wenig gefällt mir, dass da eine Burg errichtet wurde. Aber er denkt gar nicht dran, sich auf die Burg zu begeben. Der geht lieber auf den Turm.
könnte ja die Roten ausschalten, wenn ich will. Aber die tun mir momentan ein bisschen leid, deswegen... Und vor allem die Blauen haben eine Burg, die ist mir definitiv gefährlicher. Oh oh, Überschwemmung. Also ich schätze, dass ich mich bei den Roten nicht länger befassen werde. Absolut unklug, sich während des Sudden Deaths so weit runter zu begeben. Die Folgen sind ja wohl bekannt. Was bei mir so alles fällt hier. Kein Fehler. Frost. Ja, da sich die Grünen verabschiedet haben, übernehme ich die Kistenzuckerposition. Mal benutze ich ein Trebuchet in 3 Sekunden. 1, 2, das müsste gut kommen. Aber sowas von. Die Burg wurde sowas von ausgelöscht. Keine Chance. Genau dieselbe Animation wie letztes Mal bei mit Hendrik. Man sieht, dass hier übelst viele böse Schüsse fallen. Ups. Da ist der eine Rote ins Bad gegangen. Ups. What? Sound liegt am Meeresgrund? Nö. Nicht nice. Aber ich schätze, die Partie ist sowieso vorbei, wenn der Sudden Death weiß, was er da tut. Ja, wenn, habe ich ja betont. Heißt ja noch lange nicht, dass er es wirklich tut. Was für eine schöne Säule auf Stein! So eine will ich auch zu Hause haben. Ja, das Labor kann auch ein bisschen angekaut werden, solange es nicht die Waffenschmiede ist. Fuck. Der repariert jetzt auch. Wenn das Sudden Death. Okay, der beschließt lieber zu Gift zu greifen, wobei Diamantvieh sowieso ziemlich schlecht. Aussieht.
Soll ich es riskieren? Ach ja, Sound war der Letzte, der den guten Treffer gelandet hat und ist dann ganz gleich planschen gegangen. Jetzt kann ich der Struktur folgen. Bergfried. Und einige schöne Waffenkistchen warten auf mich. Zwei Belagerungsanlage zum Preis von einem. Ich gehe das Risiko einfach mal ein und baue die nächste Ablenkungsschmiede. Und werfe den Esel ab. Explodieren. Ja, die Blauen mitgenommen. Das wird natürlich als Supertreffer gezählt. Er ist nun Exwurm. No. Es wird doch nicht als Supertreffer gezählt. Warum denn das denn? Ich habe jetzt zwei Waffenschmieden. Er kann mir nur eine einzige Waffenschmiede nehmen. Sobald die eine Waffenschmiede zerstört ist, baue ich dort ein Krankenhaus, belebe Sound wieder und dann vernichte ich den Roten. So simpel geht es. Oh Mann, der muss ausgerechnet meine Waffenschmiede anvisieren. Lass meine Schmiede in Ruhe, ich will schöne Waffen haben. Ich muss noch meinen letzten Gegner ausrotten. Also das nenne ich mal eine richtige Belagerung. Muffy ist noch der einzige, der hier noch übrig bleibt. Hat jetzt hier mit Lex zu kämpfen. Pulverisiert ist die Waffenschmiede. Egal, die kannst du nehmen. Ich habe noch eine. Ah, da kommt die verspätete Überschwemmung. Ja, mitreißen wirst du aber keinen. Schließlich, weil der Muffy sowieso schon zu wenig Punkte hat, um irgendetwas wegstecken zu können, weil das Labor ist ja immer noch aktiv. Auch die ideale Chance, um Sound wieder zu beleben. Bergfried. Alter, wie viele Bergfriede fallen denn noch? Ich habe absolut nichts umgestellt. Stapel. Willkommen zurück. Eins, zwei,
Vorbei! Okay, ich knapp ins Wasser, aber das interessiert sowieso keinen. Er ist so tot. Den letzten Giftschaden nehmen. Ja, der freut sich schon. Und jetzt eine andere Animation, weil das wirklich gefreut ist. Saunat und Altungspreis, Publikumsliebling, Anreiser, Pewidux, Farbelastung, plus Heckschützenpreis, Fitness Black Death, langweiligste vom Ratschbinder. Hoffentlich hat euch diese Partien gefallen. Es hat einfach 5 verabschiedet. 5!